Grüß euch, ich bin's der Michael vom Spieleversum. Wir werden heute ein Let's Play machen von Five Towers. Und vorher gibt's aber noch eine kleine Regelerklärung und zu der wünsche ich euch viel Spaß. So, Five Towers ist eben ein reines Kartenspiel. Bevor wir anfangen, müssen wir mal schauen, wie viele Spieler das wir sind. Wenn weniger wie 4 Spieler sind, alle Karten aussuchen, wo ihr hier dieses 4-Spieler-Symbol seht und aussortieren, die braucht es dann nicht. Bei 4 oder 5 Spielern werden diese Karten drin lassen. Dann mischt einfach einmal alle Karten und bildet genau einen Stapel. So, und dann werden einmal 5 Karten aufgedeckt. Der 5er zieht sich durch, ja. Das Spiel heißt ja Five Towers. So. Also, wir sehen jetzt schon, es gibt auch 5 verschiedene Turmarten. Ja. Ich zeige es euch einmal kurz, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Wir haben, da haben wir jetzt, genau, wir haben einen Candy-Turm, wir haben einen Sandturm, einen Gruselturm, einen Metallturm und einen Baumturm. So, soviel einmal zu den Turmorten. Genau. Und es wird der Startspieler bestimmt. Und der darf jetzt einmal mit einem Gebot anfangen. Und darf entweder passen, wenn gar nichts für ihn dabei ist, oder sagt zum Beispiel, es schaut nicht so schlecht aus, ich nehme mir zum Beispiel einmal 3. Ja. Dann geht es weiter beim nächsten Spieler. Der muss allerdings jetzt schon mindestens 4 sagen, wenn er dabei sein will. Wenn ein Spieler natürlich 5 sagt, ist die Bietrunde vorbei, dann nimmt man sie alle. So, sagen wir jetzt in unserem Beispiel, ich habe 3 gesagt, die anderen Spieler haben alle passt. Dann nehmen wir jetzt die 3 Karten. Die anderen werden auf Seiten gelegt. Ich verbaue die Karten entsprechend, ich muss auch alle Karten verbauen, die ich mir nehme. Also ich kann nicht einfach eine Karten auf Seiten legen, ja, ich muss alle verbauen. Und dann geht es weiter zum nächsten Spieler. Dann ist der nächste Spieler der Startspieler, der als erstes bietet. Dadurch ist das Ganze auch entsprechend ausgewogen. Ja. Aber dann einmal zu den Bauregeln. Ja. Grundsätzlich ist es so, ich muss erstens einmal immer Sorten rein verbauen. Ja. Das heißt, ich darf jetzt zum Beispiel da nur Gruselturm bauen, ich darf da jetzt keine anderen von andere Türme was einmischen. Ja, es muss immer Sorten rein sein. Das ist einmal die erste wichtige Bauregel. Dann, wir bauen immer von der höchsten Zahl, quasi vom Fundament, zum Nuller, ja, 15 bis 0 gibt es, zur Turmspitze. Ja. Dann gibt es noch 2 spezielle Zahlen, die sind da ein bisschen eine Ausnahmeregel. Da habe ich da als Beispiel was vom Metall durchgenommen, ein 8er und ein 9er. Beim 8er seht ihr da oben Fragezeichen und Pfeil nach oben. Das heißt, auf dem 8er darf jede beliebige Zahl draufgelegt werden. Beim 9er ist es genau umgekehrt. Unterm 9er darf jede beliebige Zahl liegen. Das kann man ganz schön taktisch einsetzen. Und dann haben wir natürlich nur den 0er. Das ist immer die Turmspitze. Auf dem Nuller darf natürlich nichts mehr draufgelegt werden. Und in Nuller darf man auch nicht mehr abreißen. Abreißen ist gleich mein nächstes Stichwort. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel diese Kombination hätte, 10, sagen wir mal 10, 7, und zum Beispiel, ich hätte im Zuge meines Bietens den 12er gekriegt,
darf ich den jetzt natürlich nicht mehr drauflegen. Ich kann aber sagen, in meiner Baurunde, ich reiße von alle meine Türme, die ich habe, eine oberste Karten an, außer wie gesagt den Nuller, den darf ich nicht, lege es auf Zeiten. Und in dem Fall, weil ich auf dem 8 alles drauflegen darf, darf ich da den 12er wieder drauf tun. So, und dann kann ich natürlich wieder weitermachen und entsprechend mehr Punkte machen damit. Ja. Aufpassen, reißt es nicht zu viel ab, weil jede abgerissene Karten bringt euch mehr Minus-Siegpunkte. Ja. Weil die erste abgerissene Karten bringt euch noch einen Minus-Siegpunkt, die zweite abgerissene Karten sind schon 2 Minuspunkte, die dritte 3 Minuspunkte und so weiter. Das heißt, es wird immer mehr. Also, ja, da darf man es halt nicht übertreiben. So, so viel einmal zu den grundsätzlichen Bauregeln. Wie lang wird jetzt gespült? Wir haben ja da eben unseren Nachziehstapel. Wenn der Nachziehstapel leer wird, wird der Ablagestapel nur einmal gemischt und zum neuen Nachziehstapel. Wenn dann der neue Nachziehstapel das zweite Mal leer wird, dann ist das Spiel automatisch vorbei. Das kann übrigens dazu führen, dass in der letzten Runde weniger wie 5 Karten verfügbar sind. Also das ist durchaus möglich. Ja, wenn das Spiel beendet ist, erfolgt nur die Siegpunktabrechnung. Wie läuft das? Normalerweise ist es so, jede einzelne Karte im Turm ist einen Siegpunkt wert. Das heißt, das DDR-Turm wären jetzt zum Beispiel 3 Siegpunkte. Ja. Da ist es zum Beispiel jetzt so, bei dem Beispiel, das wären normalerweise 3 Siegpunkte, aber weil eine Turmspitze dabei ist, verdoppelt sich das Ganze, dann waren es also 6 Siegpunkte. Und am Schluss von der Wertung kann jeder Spieler nur einmal einen Turm auswählen. Das wird natürlich idealerweise der höchste Turm sein. Das ist der Hauptturm. Das bringt einem nur einmal einen Punkt für jede Karte, die in dem Turm drinnen ist. Ja, und der Spieler, der die meisten Siegpunkte hat, hat dann gewonnen. Nicht vergessen, Abrisskarten minus Siegpunkte müssen natürlich auch berücksichtigt werden. Ja, soviel zur Regelerklärung. Und jetzt geht's ans Let's Play und zudem wünsche ich euch viel Spaß. Da zieht sich gleich ein Punkt. So. Gut, ich würde sagen, ich fange jetzt einmal zum Bieten an und sage einfach einmal 2. Ich passe. 3. Ja, passe. Bei 4 sage ich nicht. Bedingte. 4 sage ich nicht. Das fand ich jetzt. Darf ich sagen, dass sie jetzt besser anfängt? Zumindest für mich. Also, das kann sich ändern. Das kann sich ändern. Ja, da hat man direkt Gust auf ein Eis. Ne? Mhm. Also, da war halt. Gut, dann. Mach mal du keinen Gust ab. Ich krieg auch keinen Gust ab. Also, Vanessa, was hast du für einen Gust ab? Wie viel bietest du? Schaut eher nach Duplo-Gust aus. Ich passe. Du musst schon mitspielen, okay? Naja. Du? Scheiße. Ich habe den Ton nicht eingeschaltet. Wurscht, da haben wir weiter. Das tue ich am nächsten Tag einfach dazu. Wir hören eh so oder was. Ja. Genau. Wir waren am Anfang heute bei Tobi. Genau. Nee. Nehmt's. Viel Spaß. Eins. Okay. Ja. Passe. Ja. Ich schätze mal, du nimmst jetzt einen 2er oder einen 0er. Du hast du gepasst? Ja. Ja, ja du. Das ist ein 2er oder ein 0er nehmen. Das war ein Scherz. Von Lecke verwirren wir die Leute nicht bei. Ja, das ist ein Pokerspieler, weißt du? Zum Glück kann alles Poker lesen. Ja, da brauchen wir jetzt den Charlie dabei. Den wir? Charlie wäre schon besiegt. Also. Passt, dann. Du bist dran, gell? Enis. Was? Enis? Ah, Enis, ich hab verstanden, Enis. Naja, ich fange mit gemütlich an mit 3. Passe.
Ich passe. Ja. Du brauchst nicht einmal irgendwas ordnen, das ist ja geil. Ja, ich habe mir gedacht, ich brauche eine Basisbau. Jetzt kannst du mir irgendwas Geiles da herlegen, nur irgendwas. Ja, ich fange mit 15 an, ich mir gedacht, ja, muss ich mir nicht alles gleich. Na gut, ich sage einmal 2. Das habe ich mir gedacht. 2 hat er gesagt. Ich pass. Wieso fängst du denn nicht du an? Ich zieh gleich und nimm nichts da mal. Was? Hm? Er hat angefangen, das müsstet ich zum Bieten anfangen. Wieso fängst du jetzt zum Bieten an? Du oder kannst du bieten? Also, Entschuldigung, dann musst du anfangen. Ja, ja, im Endeffekt sind wir schon durch. Ein Bit-Token fällt. Ja, das muss ich schon sagen. Ja, das ist uns bei ein paar Spielen schon aufgefallen. Gib uns ein Duplo-Dingsbums, also unser Bit-Token. Aber wir machen das Würstel-Dingens da. Okay, nein, gibt es. Ja. Das Würstel-Ding, das ist ja auch schon das Mikro-Ding. Das sehe ich wieder nicht. So, Bit-Token, das habe ich ein Bit-Token. Was ist denn Dribbel? So, okay. Hoffentlich vermehrt er nicht Wickenwasser. So. Da hat der Daniel keinen Freund mit uns. Nein, das waren die Gremlins mit Wasser. Ah ja, genau. Das war mit Essen. Ja, liebe Zuschauer, wir haben ein paar Star Trek-Nerds in der Runde. Echt wo? Das war mit Essen. Weg mit der Duplos. So. So. Okay, was haben wir da? Ja, bitte. 3. Passe. Ich passe. Viel Spaß. 3. 3, ja, nimm doch eine 3. Alle guten Dinge sind 3 oder so ungefähr. Ne? Mhm. Ja, ich warte auf 8, weißt du? Ja, cool. So, oder? Genau. Dribbel weitergeben. Der ist jetzt schon fast vergessen. Ich glaube, ich werde den Dribbel sonst aussuchen. So, da. Du hast noch gar nichts. 5, geht schon. 3. So. Ich passe. Viel Spaß damit. Ich passe. Gut, die 15 hätte ich schon gern gehabt, aber den Rest, ne. Naja, ich glaube, die muss ich mal anfangen. Die nächste Runde, glaube ich, ist was dabei. Bist du jetzt sehr vorsichtig geworden? Ne? Mhm. Das bin ich gar nicht, das verwirrt mich. Wo sind, wer sind sie und wo ist Vanessa? Ne? Wieder. So, Vanessa, Startbitterin. 2. Okay. 2 meinen sie. 3. Passe. Passe. Die 3 werden wir nicht zu. Ich hätte gerne die 13 und die 12 gehabt, aber noch keine Chance gehabt. Was soll ich mit den Nullen da? Ja, dass du mal ein Türmchen auch hast. Genau. Also, wenn ich Nullen drauf habe, kann ich dann das nächste aufhören. Das ist unglaublich. Nein, ich glaube, du kannst nur 5 Türmchen machen. Okay. Für jede Farbe eines. Ne? Wenn eine fertig ist, hab's befürchtet. Fertig ist fertig. Ah, ja, wir haben den Dribbel. Immer der fragt. Yay! Aber das war eine ganz blöde Frage. Ja, war jetzt gut. Nein, kein Fox, ich hab mich schon. Ah, nein. Okay. Wer denn 3? Boah, das funktioniert 3 an. Nice. Buja. Jetzt geht's ja nicht aus. Jetzt geht's ja nicht aus. Ich passe. 3 ist schon heftig, ja. Oder was? 4. Nein, warte, Entschuldigung, geht nicht. Ich war da am Baum. Entschuldigung, so wie zu übersehen. Nein, ich muss auch passen. War schon übermotiviert. Passe. Du hast was gesagt? 3? Mhm. Ich sag 4. Ja, sie kann 4 sagen, wir sind nur von Grund auf zum Plan. Ja. Wieso kann man nicht wie beim Pokern überbieten? Wir pokern nicht. Wir pokern nicht. Was? Ja, ich hab ein Dribbel. Das Dribbel zu hart. Jo. Oh. Moment. Jetzt bin ich dran, ne? Ich passe ihr mir, ich kann 4 nehmen. Hey, der Gary ist da, von SpongeBob. Ja, ja, da sind viele, da sind ganz viele. Na, warte mal, nein, ich kann nicht viel nehmen. Blödsinn.
Was eine Frage hast du da? Nein. Verwechselt den 8 und den 9er. Ja, genau, ich habe den 8 und den 9er verwechselt. Das ist richtig. Passiert die meisten Anfänger in meiner letzten Runde. Muss ich aufpassen. Nein, ich habe das kneist. Deswegen. Ich habe das kneist, das heißt. Kneist. Kneist, gut gesagt. Warte mal. Ich kann sagen. Ganz kurz so. Warte mal. Das Klo war da drüben. Der 8er tut mir nur ein bisschen hart im Kopf. Das lässt der Zeit. Ich kann trotzdem sagen. Traust du nicht drüber, kann, gell? Nein, ich traue mich nicht. Nein, weil ich meinen 8er nur mal ein bisschen. Ich kann jetzt sagen. Mit dir war ein 9er gescheiter. Ja, dann. Du kannst die beiden 8er nicht verwerten. Nein, ich kann nur einen 8er bewerten. Ich kann einen 8er verwerten. Zwei. Mir geht's bist du sicher? Nein, weil ich kann nur. Ich kann nur zwei, weil ich die Regeln nur. Nimmst du? Ich sag drei. Schon mutig. Ich kann nur einen anreißen, darum habe ich nur einen genau. Dafür mit. Genau, das ist richtig. Ja. Da habe ich richtig kalkuliert jetzt. Ja. Ich habe einen verwechselt, richtig. Na, passt. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe überlegt. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube nicht. Ich bin richtig mit 8 drüber gestolpert. Ja, das gesagt. Im Zweifelsfall kannst du, wie gesagt, da passen. Was sagst du, bevor es. Ich hab zwei Zimmer. Ich möchte gern den haben. Und das geht's mir. Ja, aber du musst schon mindestens 4 bieten. Ja, sag ich auf 4. Du gehst mir 4? Was wirklich? Hätte ich gesagt, ja. Okay. Was war's denn? Jetzt geht sie 1, 2 kannst du verbauen. Ja. 3 kannst du verbauen. 3 kannst du verbauen, ja. Aber du kannst die vierte nicht verbauen. Einfach hinlegen. Den kannst du verbauen. Den kannst du verbauen. Den zwei kannst du verbauen. Den kannst du hinlegen und den kannst du nicht verbauen. Ne? Den und den kannst du nicht verbauen. 3 kannst du haxen. Das heißt, du kannst in dem Fall nicht bieten. Ah. Was ist 6 aktuell? 3. Dann nehme ich 4. Na ja, gut. Der hat es jetzt am Hand am Zahn Zeit lassen. Nein, ich hab schon von Anfang an gewusst, was also. Ich tue. So, stimmt ja. Jetzt habe ich gerade verschaut gehabt. Ich wollte unbedingt den 14 nach. Achso, hier kaut zwischen 8 und 9, gell? Ja, ich weiß nicht, über. Du darfst den nicht auf 1. Aber jetzt passt es. Jetzt stimmt es, nein, das stimmt schon. Nein. Jetzt kannst du oben wieder einen 15er hinbauen. Mhm. Genau. Ja. So, dann krieg ich ihn. Dribbler. Mhm. Genau, du kriegst den Dribbler. Entschuldige. Nein, ist nur zwei Duplo, dann geht's weg. Nein. Ja, ich sag, wenn du noch die zwei Duplen nicht biegst, dann nimmst du halt zwei Korni. Ich sag 1. Okay. Oh, das ist aber nicht so. Scheibenkläster. Ja, es liegt gerade nicht so ganz dick für mich. Vanessa? Ich lass lieber bleiben. Ich hab mindestens 2. Ich sag 3. Du weißt nichts, gell? Los ich ihm das oder los ich ihm das nicht? Ich muss ihm es lassen. 3 hast du gesagt. Ja. Ja, ich passe. Das geht sich nicht aus, 4 kriege ich nicht runter. 4 kriege ich immer. Bei dir ist der Mega. Hey, Pippi Langstrumpf ist auch da oben. Nice. Und der von ja, Super Mario. Triple Wahnsinn, die sind zwei. Gehabt, genau. Ich. Nice. So. Jetzt kommen die hoch und zahlen, was sie brauchen können. Mhm. Jetzt kannst du mich bitten. Jetzt kannst du ja das Startgebot einmal abgeben. Hm. Ja, das Problem ist, das kriege ich nicht unter. Mhm. Naja, du kannst den einen wegreißen, dann hast du aber einen Minuspunkt. Dann kriegst du es unter. Ja, das mehr ich du genau. Nicht. Ich sage ja noch. Das geht auch nicht. Da krieg ich den nur den unter. Und den da krieg ich die 2. Ich sag einmal 2.
Mhm. Ich gehe mit 4. Ich pass. Passen. Da kommst du dran. Yeah. Besser geboten. Ah ja. Nein, das hat überhaupt nichts zu wieder. Nein, komm ich da. Achso. Hast du gemeinsam? Weißt du das wieder mal, wie du ankommst bei anderen Leuten? Ja. Du spürst es gut, die mag man nicht. Das ist gewohnt. Wir dann nicht bockern. Oh, hab ich jetzt nicht gesagt. Black passt man. Schon. Dann trippelt man. All in? All in. Mhm. Ja gut, dann. Ja, ja, dann ich hab mir sehr, sehr befürchtet, dass er jetzt... Er traut sich was. Schon in einer liegt, mhm. Ne? Und hat dann nein alles liegen darf. Klaus, du glaub, kommst dran. Er hat das vorher erkannt. Achter. Ein 14er. Das stimmt. Ja, ich sag einmal so hoch, wenn ich es nehme. Ne? Ungefähr, ich will es gar nicht. 3, 4, 5. Das ist Standard. Klaus, du darfst bitten. Als erstes. Ha! Aha! Jetzt hat er eine Idee. Ha? Jetzt hat er eine Idee. Oh je. Ich glaube, das funktioniert sogar. Ja, so. Und zwar. 3, 4. 4. Mhm. 5. Mist! Jetzt gleich gesagt. Bei mir, dass es ja nicht ausgegangen. Also, wer noch kannst du ein Türmchen gehabt haben? Du bist sehr mutig. Naja, ich muss einmal Punkte machen. Mit Mugl hab das jetzt gar nicht so viel zu tun, aber ich muss einmal schauen, dass ich da ein paar Punkte habe. Das ist ein schöner Turm da. Mhm. Da war ich am Wiesenturm, weißt du? Mhm. Mhm. Ahu. Nein, falsches Spiel. Ahu. Der war's gut. Ich spiele nicht die Wölfe. So. Nein. Gut, was haben wir denn da? Sag bitte nicht mehr Zahl. Bitte sag nicht mehr Zahl. Ich weiß nicht, was der Zahl ist. Komm, sag es ja nicht. Du kannst mir aber schon verraten. Nein, ich sag einmal 4. Ich hätte jetzt 2 gesagt, da war leider. 5. Ja, dann kann ich nicht. Echt jetzt? Oh ja. Geht's gut drum aus. Also der. Also wenn ich mir da seine Türmchen so anschaue, das was wir da so liegen haben, naja. Das wir wird eher Queener. Mit drei Links zusammen und dann Queener. Abfahrt. Turm Corporation, ja. Das ist gemein. Furchtbar. Statt der Turm Towers, des Three Towers, ne. Okay, dann Vanessa. Ich sage einmal grob 2. Kann nicht. Du kannst da mal nicht. Nope. Das gibt's ja gar nicht. Das wundert mich, dass du nichts kannst. Moment einmal, du bist der Dritte. Also, du bist dabei noch, warte noch. Du bist der Dritte, da verwirren wir jetzt ein bisschen. Du hast gesagt 2, gell? Der Blackjack passt, ja. Passed, ja. Mhm. Du hast gesagt 2. Geht's oder geht's 4. Nicht? Oh. Ja. Das hat er. Bedenke. Greift zu. Viel Spaß. Die nehme ich. Das heißt, den hau ich raus. Dann hast du aber Minuspunkte. Das ist der Schaf. Ja, ja, ich weiß schon. Ja. Das ist schlimm. Da schon 2 Minuspunkte. Ja, ich glaube sogar 3, weil die erste sind 1 Minuspunkt, die zweite sind 2 Minuspunkte. Also, 3. Sorry. Nein, ja, traurig. Ja, da kannst du nur 15 Minuspunkte leisten, du hast. Nein, eh. Genau, reden wir um die Minuspunkte. Wenn wir das ja mehr, der wird so, das sicher. Ja. So, okay. 3. Der macht mich schwach. 4. Du machst mich nur mehr schwacher. Ich glaube, das geht. Ja, bedenke. Ich werde da nichts machen. So, ich habe mir jetzt eine Verkalkulation. Nein, warte mal. Das heißt, einmal, zweimal, dreimal. Ich glaube, ich habe das richtig gemacht. Gell? Schaut auf jeden Fall mal gut aus. Ja, genau. Ja, ist aus wie. Aber entschuldige, Verzeihung. Nein, ist geil, gell? Ja, ja. Ich bin es nur gewöhnt, weil ich meistens der Gewinner bist, gell, wenn du spielst. Nein, der Geber. Der Geber. Der Geber. Ja. Ja.
Da kann man sagen. Nein, das ist. Es also kommt der Ding, also auf du kommst. Achso, also. Aber du bist ein Dribble jetzt geben gerade, ja? Ich bin der Dribble-Man. Bitte sag jetzt nichts Falsches. Klaus. Ich darf das nicht mehr da, aber mich trauen wir nicht. Tick-Tack. Ich probiere einfach mit zwei. Passe. Nein, pass. Ah. Mhm. Drei. Ja. War zu wenig. Ich hätte weniger genommen, hast du nicht mit zwei angefangen. Der war jetzt gut. Der war jetzt gut. Kann ich den jetzt zuklappen oder kann ich den mit dem Neiner wieder drauf fahren? Lass ihn so, wie es ist. Nein. Nein. Da ist ein Pugalo, mehr nicht mehr. Da, wie gesagt, der Baumturm ist bei dir jetzt Schicht im Schacht, weil da ist die Turmspitze drauf. Da geht gar nichts mehr. Ja, okay. Nein. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Okay. Ha, meine Zahl ist da. Ach so. Das freut mich für dich. Ja, da kannst du schon mitspielen, oder? Das stimmt. Sag ja. Fünf. Scheiße. Ernsthaft? Ja, schau. Hey, ich war jetzt gerade dabei gewesen, dass ich mitbot, aber anscheinend. Ja, wir hätten nur den da mitgerissen müssen. Ja. Ach so, hast du den mitgerissen? Du umgerissen, den Wahnsinn. Mhm. Darf ich was Fieses machen oder eher nicht? Du bist der alte Reißer, ist mir aufgefallen. Ich bin gespannt. Das wird immer verdoppelt, oder nicht? Die Minuspunkte oder immer nur. Die Minuspunkte, Moment, schauen wir mal. Aber einen gewissen Punkt muss man reißen. Und ich habe jetzt drei, habe ich. Ja, eben drum. Eins, zwei, ist es dann vier oder drei? So, die erste kostet die 1, die zweite sind 2, die dritte sind 3 Siegpunkte. Also wenn du zum Beispiel 3 angerissen hast, hast du schon 6 Minuspunkte. Mhm. Okay. Und die vierte ist? Der reißt sicher weiter. Die dritte, die vierte ist dann nochmal minus 4 Siegpunkte. Das kannst du dir vorstellen, dass ich nur herumreißen muss. Ja. Darf ich jetzt oder darf ich jetzt nicht? Du darfst, bittest, du musst da drüber. Madame, du darfst. Wir haben noch diskutiert, weißt du. Ich sage einmal 2. Du kannst sogar riskieren. Zwei. Viel Spaß. Danke. Achso, viel Spaß hast du gekommen. Viel Spaß, ich muss ein wenig. Exaktement. Ich glaube, das ist auf mich bezogen. Klaus, schaut schlecht aus für dich. Du sagst es voll richtig. Ich passe. Das passt mir nicht. Das ist mal ein wenig zu ernst. Ja, ich passe auch, wenn mir das nicht passt. Also, zwei, gell? Schau, wie es einfach das ist. Dann ist das ein Minuspunkt. Aber nicht bei mir punkten. Du hast offen, Helene. Entschuldige. Achso, ich habe es absichtlich so hinter, dass man es leichter dann. Okay. Entschuldigung. Soll ich dir meinen auch geben? Nein, den kannst du auch geben. Ich kann dir meinen Minuspunkt auch geben. Du sammelst du so viel. Ja. Nein, magst du nicht. Komm ich jetzt dran? Nein. Nein, es ist, du hast gerade, jetzt bin ich wieder dran. Bist du sicher? Ja, es ist der große Triple Player. Okay. Ja, ja. Okay. Das kommt mir da schon spanisch vor, aber ja. Ich spiele da sogar Runden mit. Zwei. Ernsthaft? Was denn? Ich passe. Ich passe, ja. Warte mal, du hast jetzt zwei gesagt. Genau. Geht so aus, wenn ich es sage, das nicht. Lockt da auch noch. Ich sag drei. Ja, kann ich nichts mehr dagegen unternehmen. Ja. Das sage ich mal das. Mhm. Das. Mhm. Und das. Okay, ich muss das nur noch richtig verbauen. Ja. Okay. Ich habe es drauf. Okay, wir haben einen Dribbler nächste Woche. Ich habe den Dribbler schon gewandert. Das schon passt. Der lässt nicht mehr umspringen zu mir. Wird das gar nicht mit. Wird das gar nicht mit. Kannst du mal kurz schauen, mein Handy läuft? Nein, das ist meins. Okay, passt. Das ist war du. Entschuldige. Hast du.
das ist erbärmlich. Aber ich sage einmal. Es ist katastrophal. Ja, es ist eine Katastrophe. Du brauchst ja nichts machen. Das auszahlt. Naja, wurscht. Drei. Das auszahlt. Hat sich da zwar mein Handy eingeschaut. Drei. Bist du mutig? Ja, passe. Du hast drei gesagt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja. Oh, das ist jetzt die andere Frage. Die zwei kriege ich drum. Drei. Ich passe. Glaubst du ernsthaft, dass ich mit dem was anfangen kann? Das, du weißt, ja, du hast es ja gesagt. Ja, weißt du, was ich da umeinander reißen muss? Du nimmst dir drei. Ja. Was soll ich da noch umeinander reißen? Ja, dann muss passen. Was. Ja, sehr gerne. Viel Spaß. Okay. Es ist schon was, soll ich damit machen, ist schon sowas wie passen. Ich kann auch noch drei Hätte brauchen, keine du Hätte. Du reißt aber eher ganz schön um. Und in Rosenau kommen. Ja, eins weniger wie. Ja, weniger Giganten. Ne? Darum habe ich gesagt, ich weiß noch, was ich da auszahlt. Ne? Ja. Das ist fraglich, das stimmt allerdings. Was, das ist immer so. Ach, das ist das aus, eine oder? Sache. Ja. Jawohl. Okay. Ich krieg mein Dummi fertig. Das ist ja die Jungwurm. Ja, ja. Und der Oldschool die Anspielungen drauf auf die Karten. Die sind ganz witzig gemacht, gell. Ich werde mein Turm nicht hecher schaffen. Der Blackie wird gewinnen. Zwei. Verdammt, für Minuspunkte. Zwei sagst du. Mhm. Vanessa? Ich bin aus dem Schneider. Ah, Papa, ich glaube, du hast das. Ne. Die ganzen Hecheren zu hat er eher. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Blacky, du kannst mit 9er da wieder anfangen und. Da kann, um 8er kannst du zum Beispiel 14 oder 13er draufstehen. Ich weiß. Ich glaube, es wird dann zum Mischen. Verbannerfleißiges, ja. Wow. Ui. Ich sag einmal grob. Ich weiß nicht. Also du kannst das ein Fan sagen, also. Grob. Ja. Eins. Okay. Ja, es passt nur eins. Eine für mich. Okay. Weiter. Schaut alle nicht so glücklich mit Klaus dir. Klaus schaut es nicht so aus wie das. Was eh nicht passen würde. Okay. Dir passt auch nichts eine. Dann sag ich. Warte mal, eins, zwei. Du sagst was. Okay. Ich sag drei. Die Reste. Ah, okay. Gewisse Logik sehe ich in dieser Tat. Echt jetzt? Kann man Nuller noch wegreißen? Nein, Nuller nicht. Das war kein Nuller, das war ein Einer. Nein, ich meine den Nuller da. Na, den kann ich nicht mehr weg. Der ist jetzt fix, der pickt. Okay, passt. Ja, den so hab ich nicht. Ja, nein. Wirklich? Also, das ist ein Doppelding. Ist mir nicht. Nein, ich nicht. Genau. Jetzt ist es eben so wie. Das ist kein Tummelchen, das ist ein also, Stummelchen. Jetzt haben wir noch genau einen Durchgang mit dem Stapel und dann ist es gut. Ah, darum hat er da schon zugemacht jetzt. Als Check ist. Naja, jetzt ist natürlich der Stapel schon sehr stark geschafft. Ja, ich verstehe schon. Gewisse Herren schon ganz viel. Ganz, ja. Bin unschuldig. Ja. Meistens. Die waren die ganzen Blicke zu dir gerichtet, das hast du mitgekriegt. Alter. Oh, Alter. Gekommen. Alles gut. Geht. Wo ist der Dribbel? Alter, Dribbel. Ja, ist schon der huckt ja schon bei mir. Alter, du bringst mir aber keinen Glück. Nee. Geht dir. Viel Spaß. Zwei. Passe. Ich muss überlegen, was. Also eins Siege, was du definitiv machen kannst. Aha. Schau dir meinen Zehner. Zehner? Ja. Den kannst du nicht, aber sonst kannst du gerne 5 machen. Na doch, im 5, es ist die letzte Runde, da kannst du 3 nehmen. Du hast die letzte Runde, ist es wurscht, da ist besser, da holst du noch Punkte aus. Ja, also, da darf ich jede Zahl drauflegen. Genau. Ja, dann tue ich 3 nehmen. Sagen. Teil an deiner Stelle sogar. 4 Song. Ja, 4. Ah ja, bei der 8, stimmt, dann ja, habe ich den Handy auch mal gesehen. 4. Genau. Ja, okay. Dann greift zu. Stimmt. Greift zu? Greift zu. Bist du schon? Den da? Ja. Den da? Jawohl. Meistens.
Den da? Wieder mal. Und den da. Vermutlich. Jetzt noch gar nicht. Aber warte mal, was rede ich denn so ein Blödsinn? Da ist also der 12er, der 5er und nein, dann... Nein. Der letzte Durchgang. Ah. Wenn der Stapel gar ist, dann ist... Dann ist vorbei, okay. Ja, ja eben, sag ich ja. Mhm. Aber du wirst eher uns aus... Du gewinnst eher jetzt, sag ich dir mal, weil du hast den Hexenturm von allen. Das heißt doch gar nichts. Er hat zwar mit Null schon. So, dafür hat er ein paar Minuspunkte. Mhm. Ja. Glas fängt zum Bitten. Ich sag einmal 4. So kann man es auch sehen. Ja, nehm da. Moment, dann ist er. Ich glaube, so kann man es auch sehen, weil ich schon die Aussage. Vanessa kann nicht überbieten, deswegen jetzt. Mhm. Ich genauso wegen. Ich bin aus dem Schneider. Ja. Ich bin aus dem Schneider. Zu. Alles deins. Das ist ein bisschen fies, aber man kann jetzt nichts ändern. Mies, fies und gemein. Das ist ja ein Tun zu viel. So. Du. Okay. Hi, Mike. Tschüss. Tschüss. Servus. Ich sag tschüss. Ich glaub, der ist schon drin gesessen, zuerst. Ich sag tschüss, gehen die jetzt wieder, sind kommen und gehen. Ja, wir müssen auch mal gehen. Wir kommen und gehen. Bleibst du über Nacht da? Grüß dich, Gott. Servus. Hey, Italia. Oh Gott, oh Gott. Es hat sich jetzt falsch angehört. Servus. Was denn? Was ist das? Ich möchte dich beim Training unterbrechen. Nein. Okay. Nein, du hast es. Es ist schon wurscht. Jetzt bist du dabei. Ja, genau. Du bist immer dabei. Das geht ja schon wieder. Hans, was sagst du? Hans ist ein bisschen wie Kans, gell? Ich kehre einmal für irgendwen. Soll ich jetzt was sagen oder später? Du bist jetzt da. Spätestens ich sage einmal 3. Gern dir, ich kann nichts überbieten. Okay. Danke, dass einmal keiner was sagt. Ja, man hat nur geredet. Ja, ihr dürft immer meine Karten nehmen, das ist wie verhext. Jesus, Maria und Josef. Wo ist die Kribbel? Ich glaube, der wandert jetzt ans Weiter. Ah ja, genau. Ja. Vanessa, du darfst der Stadt. Ich sag einmal 3. Mhm. 3? Okay. Jupp. Das kann ich nicht. Das ist ein bisschen laut. Jo. Ich kann brausen gehen. Du kannst brausen gehen. Ja, Vanessa. Wir gehen alle wegen brausen. Okay. Ich bin ja gespannt, wie es da jetzt. Mein einer ist mal ein oder zwei. 2-2, das geht aber nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht zwei gleiche Zweier nehmen. Ich warte mal, das habe ich jetzt gesagt. Das. Genau. Und das ist ein Nuller. Ein dritter habe ich auch gesagt. Freilich. Mit den Nase. Scheiß drauf. Das ist eh schon. Scheiß drauf. Du musst Löcher stopfen. Ja, das war jetzt gut gesagt. Mhm. Du kommst dran. Ja, ich. Ich hab 2-0 schon. Karten, mmh, die Wäldchen kann man nicht mehr so brauchen, glaube ich. 3. Ne? 3 von da. Ja. Ach du Schande. Mama mia, warte mal, 1, 2. Ich kann 4. Gar nichts. Ich kann 4 nehmen. Ich kann nicht. Ich glaube, ich passe nicht. Ich passe. Ich bin aus dem Schneider. 1, 2, 3, 4. So sind das. Klaus. Du schlagst uns. Die Zuckerburg habe ich jetzt einmal. Zuckerburg. Du schlagst uns, das ist ja, ein Wahnsinn. Ich schlag gar nichts. Also ich bin derjenige. Yep. Ja, du hast den Knoll da. Das ist ganz, ganz klar. Ich sag 5. Mami, wer fragt? Was, wirklich? Hast du das jetzt schon mich jetzt deprimiert, der Machen? Oder? Bitte sag später. Warte mal, jetzt ist immer da.
Glas dran. Das hat es völlig durcheinander. Das hat es bewusst gemacht. Spielmanipulation. Das hat es bewusst gemacht, dass ich jetzt... Eins. Ja. Ich schon wurscht. Passe. Nimm mal Löffel. Das Moment. Das geht. Kollege. Ja, ich brauche nichts sagen, wenn sie alle 5 nimmt. Alle 5, dann ist es vorbei. Aber wo verbaust du den? Na gut, du kannst den anreißen, aber... Ist noch da. Ich habe schon mitgedacht. Dass das gibt. Zuerst schon mit so das Rams und so. Ja, das ist unauffällig. Unauffällig auffällig. So, Freunde, letzte Runde. Ich wollte den Turm einfach haben. Es hilft nichts. Ich bin, glaube also. Nein, stimmt, vergiss es. Du. Okay, dann wir. Ja. Okay, sagst du? Ernsthaft? Ja, ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich will gern den Nuller haben, aber. Du kannst nicht überbieten jetzt. Ich steck was hin. Ja, dann. Olen. Wie geht das bei dir? Du hast schon wieder mal ab. Ja, ist mir wurscht. Ich muss das gehen. Dafür habe ich wieder ein Türmchen komplett. Somit sind das doppelte Punkte da. Das ist gemein. Okay, erledigt. Damit ist das Spiel vorbei. Wir rechnen schön 8-3 an. Ich fange mal an. Ich gehe den Spieler 8-3 durch. Blecki, dein Candy-Turm, also der Süßigkeiten-Turm, sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 passt. Dein Gruselturm, also der Lilene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 12 sind 14. 14. Dann bitte dein Bäumchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal 2, 18. 18. Metall. 1, 2, 3, 4. Sand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Punkte. So, was ist denn dein längster? Das ist der Baum. Muss jetzt nachschauen, oder? Hauptturm. Achso. Das ist der Baum. Also, nein, das bleibt drin. Grün. Okay, wie viele Karten sind in dem Turm, haben wir gesagt? Nein. Nein, gell? Passt. So, jetzt zum Abrissstapel. Wie viele hast du da? 4. 4, das heißt, 1 und 2 sind 3, 3 und 3 sind 6, und 6 und 4 sind 10. Minus 10 Punkte. Das ist dein. Oder du zuerst gesagt. Ja. Anders war es nicht gegangen. Dein Candy-Turm. Achso, der da, oder was? Ja, das ist der Heck. 6 und 12. Und 12, passt. Der Gruselturm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 12. Und auch 12, ja, die bleibt schon konstant. Der Baum. 5. 5. Metall. 4. 4. Sand. 3. 3. Jetzt kommen wir langsam zum Kanton. Das ist der längste von beiden. Du kannst dann aus und Gruselturm. Gruselturm. Würde ich auch nicht mehr. Was? Ja. Das sind also nochmal 6 Punkte dazu. Abrissstapel. Das sind 2, das heißt 3 minus. Genau, 3 minus. So, dann bin ich. So, Candy-Turm habe ich 1, 4, 2, 3, 8. Der Gruselturm sind Hasse 2. Der Baum sind auch Hasse 2. Metall 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sind 12. Sind 1, 2, 3, 4. Das kann das flippen. Oh, da wurscht. Flippt den in den Keller. 6. Der Hauptturm, Abrissstapel, habe ich 1, 2, 1, 3, passt. Vanessa, dein Süßigkeit, dein Candy-Turm hast du 3. 6 mit Spitzen. Der Gruselturm sind 4. 4. Baum. 5. 10 bei der Spitze. Da ist der Nuller drauf. Achso, Metall. Entschuldige. 10. Ja. 10. Sand 18. Sand 18. Hauptturm. Nimmst du den Wald? Nehmen wir den Wald, ist wurscht. Sind wir mal plus 5 Punkte dazu. Abgerissen hat es auch 2 Karten. Minus 3. Und minus 3. Ja, den meisten Minus habe ich gerissen. Du hast auf jeden Fall gewonnen. Ich habe 10 Minuspunkte. Du bist ein Reißer. Gut, dann hat der Black gewonnen mit 46, dann hat der Klaus 39. Ich hab. Entschuldigung, Vanessa hat gewonnen mit. Nein, halt. Blacky 46, dann Vanessa 42, Klaus 39, ich 35. Na doch. Ich bin der Zweiter geworden. Ja. Vorher sagt er, ich bin Gewinner, dann macht er mich voll fertig und dann sagt er es doch wieder. Blacky, gut gespielt. Na gut. Hat's Klaus, du hast auch gut gespielt. Anreißen. Michi hat auch gut gespielt. Das sind die absolute Rissbirne. Ja, wir haben es geschafft. Ich hoffe, uns hat euch ein Let's Play gefallen. Abonniert gern
den Kanal und lasst uns ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Dann ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.